So, jo meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen bei Cake TV Uncut. Wir reagieren jetzt auf das neue Video von Alpha Kevin, was, wenn ich das hochlade, nicht mehr so neu ist. Machen wir uns jetzt vor, es ist jetzt schon nicht neu, das kam vor 2 Tagen. Naja, gut. Wie Ingame-Fake-Bilder von Mottes Freundin veröffentlicht. Extrem lächerlich, das ist krass. Also wenn es einfach nur lächerlich wäre, hätte ich gesagt, okay, aber extrem lächerlich. Hui! Komm, mit modernster Robotertechnik machen wir dem Schmutz ein Ende. Und Schmutz ist vor allem die Seite, über die ich heute sprechen werde. Daneben Bild ist das wahrscheinlich das größte Trauerspiel im deutschen Bereich, was Journalismus anbelangt. Aber mal eine Frage. Kennt ihr das zufälligerweise auch? Ihr seid bei eurem Smartphone, dann wischt ihr rüber auf die Nachrichtenseite und dann kommt die Seite ingame.de. Wenn nicht, dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Wenn doch, dann seid ihr genauso krasse Loser wie ich. Ich bin kann jetzt beim iPhone hier einfach zur Seite wischen, oder was? Was kommt da so bei mir? Handelsblatt, Tagesschau, fr.de, noch nie gehört. FA, das ist dieser Rapper, oder? Aus Braunschweig, krank. Spiegel, Taz und Spektrum, naja. Und ich sehe meinen Standort, gut, wichtig auf jeden Fall. Und nämlich derzeit extrem viele Artikel angezeigt, die an Clickbait kaum zu überbieten sind. Und jedes Mal ist bei diesem Thumbnail... Kommst du jetzt mal zum Mäus, Argument oder Faust? Digga, ich bin dabei. ...den Monty mit drauf. Aber erstmal vorab, die Seite Ingame ist so eine Seite über Software, Hardware, über Social Media, über Streamer, über YouTuber und so weiter. Also die bringen da die neuesten Sachen. Und selbstverständlich muss man das wie bei der Bild so machen, dass die Titel oder auch die Thumbnails so unfassbar krasser Clickbait sind, dass der Inhalt schon gar nicht mehr stimmt. Übrigens, die photoshoppen sogar ihre Bilder so, dass man irgendwelche Sachen erfinden kann. Das beste Beispiel haben wir hier. Montana Black, neue Freundin im Twitter. Digga, das ist ja aber auch so schlecht gefotoshoppt, Digga. Ich glaube, das ist ein Witz, oder? Meinen die das ernst? Das ist doch ein Troll. Stream, sie hat Montes Herz erobert. Und auf den Thumbnail ist einfach die Freundin von Monte zu erkennen, die übrigens solche Superkräfte besitzt, dass sie sich nicht mal im Wasser spiegelt. Also Monte Bro, ich hätte auf jeden Fall Angst, mit so einer Freundin zusammen zu sein, die einfach die Physik dribbelt. Was natürlich hierbei nicht fehlen darf, ist der kaum sichtbare rote Kreis im... Digga, hat das Jero gemacht? Ich frag Jero mal. Kurz. Skrr, skrr in meinem Audi, skrr, skrr in meinem Audi. Yo, Bro, ich habe mal eine Frage. Guck mal, das ist so ein Thumbnail von einem Ingame-Artikel. Ich wollte mal fragen, machst du da zufällig die Thumbnails dafür? Mal gucken. Im Thumbnail. Könnt ihr irgendwo welche sehen? Ja, dort. Ja, wo denn? Na dort, bist du dumm? Da kann doch was nicht stimmen. Da kann doch was nicht stimmen. Also bei Laura kann generell einiges nicht stimmen. Ich konnte nie verstehen, wie man sich so eine Scheiße überhaupt reinziehen konnte. Also die hatte die offensichtlichsten Dinge nicht gecheckt. Aber zurück zum Thema. Ach stimmt, Digga, warte, das war Dora, ne? Hä? Was denn passiert? Ah, jo. Clickbait nochmal hardcore auszunutzen und es funktioniert einfach. Ich glaube nur, der Unterschied zwischen denen und mir ist, dass die Inhalte wenigstens zum Titel passend sind. Ja doch, aber ich habe mir irgendwie erst keine Gedanken gemacht. Ich dachte, das ist einfach eine Freundin von Dora, aber ich wusste nicht, dass das wirklich Dora ist. Ich dachte, das ist einfach eine Freundin, die jetzt irgendwen sucht. Und bei denen ist das teilweise einfach gelogen und kompletter Clickbait. Denn bei dem Titel, sie hat Montes Herz erobert, kann man halt nicht erkennen, wer es nun ist. Also wer ist nun die Freundin von Monte? Doch zu dem Artikel... Das weiß man doch gar nicht, oder? Also wie die aussieht. Kommen wir dann später, fangen wir erst... Also klar, ich habe Nacktbilder von ihr, aber so die allgemeine Gesellschaft weiß es glaube ich nicht mehr. An zu dem ersten Beitrag zu den beiden Turteltäubchen. Diese wurde übrigens am 27.06. verfasst und dort stand auch direkt in der Überschrift, dass die Identität... Joe hat eine Sprachnachricht geschickt. Bro, du weißt doch, so nach YouTube, ich muss mein Geld irgendwie verdienen, durch. Von dieser Freundin geheim bleiben soll. Nur mal so zur Info, die Seite, die versucht alles, um Spekulation zu schaffen, dass die Freundin von Monte eventuell ja ASMR-Janina sein könnte. Obwohl das halt kompletter Quatsch ist, denn im nächsten Artikel hatten sie Folgendes geschrieben. Montana Black, Fans des Twitch-Streamers spekulieren über neue Freundin. Es könnte ASMR-Janina sein. Update vom 16.06.2021. Weiterhin sind viele Fans von Montana Black der Meinung, dass ASMR-Janina seine Freundin ist. Janina selber wird auf ihrem Twitter-Account dazu auch ständig befragt. Will die Informationen aber erst in ihrem nächsten Video preisgeben. Auch mit dem Streamer-Tanzverbot wurde ja eine Beziehung von einigen Fans angedichtet. Allerdings gibt es auch andere Meinungen zur Freundin von Montana Black, wer sie sein könnte. Einigen Zuschauern von Montes Livestreams ist aufgefallen, dass bei Nennung eines bestimmten Namens im Twitch-Chat die betreffenden User von ihm permanent gebannt werden. Da wir die Privatsphäre von Monte hier schützen möchten, kürzen wir den Namen einfach mit CC ab. Die Person CC geht auch sehr vorsichtig. Warte mal.
Einige von Montes Livestream ist aufgefallen, dass bei einer Abstimmnase, ach so. Mit Informationen um und gibt wenig über sich auf Social Media preis. Welche Rolle die YouTuberin ASMR Janina am Ende spielt und ob sie mit Montana Black auf Malta war, wird ihr kommendes Video klären. Ah, perfekt. Gut, dass Monte in seinen Streams sogar selber noch das hier meinte. Es ist relativ immer kompliziert gewesen. Und ich hatte auch einfach keinen Bock, mich in so eine GZSZ-Scheiße mit einzumischen. Aber am Ende des Tages würde ich immer zu Pain halten. Und ich würde niemals von einem Kollegen von mir die Ex-Freundin besteigen. Es sei denn, und jetzt kommt der ganz große entscheidende Faktor, und das ist nur meine persönliche Einstellung, es sei denn, dieses Pärchen oder Ex-Pärchen wäre schon längere Zeit auseinander und man würde das mit dem Kollegen mäßig sagen, ey, damals deine Freundin vor einem Jahr, mit der verstehe ich mich gut, hättest du damit ein Problem. Aber ansonsten macht man sowas nicht. Ein Jahr? Naja, weiß ich nicht. Wenn es 3-4 Jahre sind, okay, aber... Mal Mund zum Reden und gut. Okay, das Ding jetzt natürlich für Ingame so, dass natürlich Raum für Spekulationen da sind, dass er vielleicht mit ASMR Janina zusammen ist. Übrigens hatte die Seite, obwohl die wussten, dass die Identität... Bro, du hast ja eben gerade mit deiner Freundin Schluss gemacht. Ne? Ich würde dir zu ihr fahren, wenn das okay ist. Geheim bleiben soll von der Freundin von Montana Black. Extra nochmal einen Artikel verfasst, wo sie nochmal geschrieben haben, was für Gemeinsamkeiten die jetzige Freundin mit ASMR Janina hat. Und das einfach nur, um das Fass noch größer aufzumachen, dass noch mehr Leute drauf reinfallen. Ja, also ich sehe es halt ähnlich wie Montana Black. Also ich werde jetzt auch von der Ex-Freundin von einem Kollegen auch auf keinen Fall irgendwas anfangen, weil das auch einfach generell weird ist. So, vor allem, du musst mir überlegen, stell dir mal vor, du kommst mit der zusammen. Und dann feiert ihr halt Geburtstag von einem anderen Kollegen und dann ist dein Kollege da, du, seine Ex-Freundin, die jetzt deine Freundin ist. Das ist halt schon maximal unangenehm, ne? Aber klar, wenn ihr jetzt sagt, okay, weiß ich nicht, das ist Jahre her oder dass man eine neue Freundin hat zum Beispiel, also der andere Typ und sagt, ey, das war so scheiße, das juckt mich echt überhaupt nicht. Gut, reden kann man natürlich immer. Aber ich glaube, für viele Männer ist es auch unangenehm, in der Situation einfach Nein zu sagen, auch wenn man es halt anders sieht. Na, also ich sage, wenn jetzt ein Kollege kommt und sagt, ey, du bist mit deiner Freundin ein Jahr getrennt, ne, kann ich daran. Gibt bestimmt auch mal Leute, die eigentlich Nein sagen wollen, aber das würde dann so als Weicheimäßigkeit rüberkommen, so, ja, ich bin noch nicht über sie hinweg und dann sagt man trotzdem ja. Ja, ist halt immer sehr schwierig. Also ich würde es auch einfach lassen, ne, auch andere Mütter haben schöne Töchter, von daher alles easy, ne. Mara, Sarah und Tamara sind immer startklar, merkt euch das. Vor allem, dass die vielleicht ein Paar zusammen sind. Dazu schrieben die dann noch Folgendes unter dieses Bild hier. Auf Twitter wurden bereits die ersten Vermutungen angestellt. Eine der hartnäckigsten Theorien ist, dass es sich bei Montana Blacks Freundin um die YouTuberin ASMR Janina handeln soll. So zeigt das Bild eine Instagram-Story, in welcher Montana Black zusammen mit seiner Freundin nach Malta fliegt. Obwohl man nicht das Gesicht der Freundin sieht, konnten bereits einige Parallelen zur YouTuberin ASMR Janina entdeckt werden. So trägt Montana Blacks Freundin in der Instagram-Story den gleichen Nagellack und ein ähnliches Armband, mit dem sich auch die YouTuberin schon auf Bilder zeigte. Auch Uhrenmodell und iPhone sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Krass, das iPhone ist zum Verwechseln ähnlich. Was haben sie denn, das neueste oder die vorherige Version? Heftig, Digga. Gibt wenig Leute, die das haben. Wie oft werden iPhones pro Version so verkauft? Paar Millionen Mal? Das ist wirklich eine Auffälligkeit. Montana Black selbst hat die Gerüchte um ASMR Janina nicht direkt dementiert, sondern machte sich lediglich auf Twitter und... Klar hat er das gemacht, oder? Na gut, er hat gesagt, wenn Payne das okay gibt, dann wäre es was anderes, aber... über sie lustig. Danke für die krasse Info. Wichtig war vor allem auch nochmal zu betonen, dass Montana Black das nicht direkt dementiert hat, obwohl er das natürlich in seinem Livestream auf Twitter... Oh, Digga, bei der Pflanze ging aber gerade ab, habt ihr gesehen? ...dementiert hat. Und auf YouTube wurde es ja dementsprechend auch angesprochen, aufgrund des Highlight-Kanals. Also, wen wollt ihr hier verarschen? In diesem Anfangsartikel von dieser Seite steht natürlich auch nur irrelevantes Zeug drin, zum Beispiel, wie viele Follower Montana Black hat, oder dass er ja voriges Jahr schon mal in Malta war und dort den Bann kassiert hat. Wow, sehr interessant. Eine Sache ist persönlich auch an mir vorbeigegangen, dass er einen Bann bekommen hat in Malta. Also ich glaube, das hat... Naja gut, aber man trägt ja die Informationen trotzdem zusammen, die halt so grob dazu noch gehören. Ne? Das macht man ja einfach so. Haben sogar meine Eltern mitbekommen, obwohl die keine Ahnung haben, wer der Typ eigentlich ist. Und nachdem diese absolut unnötige Information geschrieben wurde, haben sie dann zum Schluss noch einen kurzen Bericht geschrieben, dass Montana Black ja jetzt öffentlich zugegeben hat, dass er eine Freundin hat. Also der Artikel hat for real vielleicht zwei Sätze, die zum einen stimmen und zum anderen auch Inhalt bieten und der Rest ist wirklich komplett irrelevant gewesen. Ja, vor allem denkt ihr, Pflanzen feiern das, wenn die ganze Zeit so gedreht werden oder denken sie es eher so, oh, ich hätte jetzt eigentlich keinen Bock. Zufälligerweise machen sie das aber bei jedem Artikel, um die Leser irgendwie... In der Schule, aber Kuchen ist wichtiger. Wie kann jetzt auch in der Schule sein, Digga? Es ist 13.25 Uhr. Zu unterhalten oder was weiß ich, was der Sinn dahinter ist. Denn anschließend geht es dann auch noch weiter. Am 1.7. kam dann nämlich eine heftige Überschrift mit dem Titel, sie hat Montes Herz erobert. Wie gesagt, soll ja die Identität der Freundin geheim bleiben, deswegen wissen wir ja gar nicht, wer die Freundin ist. Deshalb ist das absoluter Käse, was sie da schon wieder in der Überschrift geschrieben haben. Hauptsache, es wird in diesem Artikel
Artikel fast genau das gleiche geschrieben wie in diesem ersten Artikel, nur um irgendwelche Klicks zu ziehen. Denn dort schreiben sie auch, wie viele Follower der hat, dass er auf Malta war und dass er jetzt eine Freundin hat. Und anschließend posten die dann auch noch einfach dieses Fake-Bild von Montana Black mit seiner angeblichen Freundin. Und darunter steht dann auch noch folgendes. Instagram, Montana Black, Montage. Junge, wer hat euch verarscht, dass das Journalismus sein soll? Also jetzt mal Real Talk. Montage als dritte Quelle anzugeben, ist ja nun wirklich eine 1 plus mit Sternchen, was Journalismus anbelangt, oder? Vor allem, warum macht man das überhaupt? Das macht ja keinen Sinn. Das Bild hat überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach nur dazu da, um die Leute da halt drauf zu dingsen. In der Hoffnung, dass man das im Artikel vielleicht unzensiert sieht. Dann schreiben die Experten noch, dass Monty ja nichts mit ASMR Janina anfangen würde, weil er ja mit Payne befreundet ist und das macht man einfach unter Kollegen nicht. Aber kurz darauf veröffentlichen sie irgendwelche Spekulationen, dass ja die Freundin von Montana Black Ähnlichkeit mit ASMR Janina hat, Montage nur um nochmal irgendwas geschrieben zu haben. Obwohl sie ganz genau wissen, dass Monty nichts damit zu tun haben möchte. Also sag mal, habt ihr irgendwie Lack gesoffen oder was ist mit euch los? Und was dann auch noch ganz besonders ist, ist folgender Beitrag. Und zwar schreiben sie dann nochmal, dass Monty ja in Malta war und einen Bann kassiert hat. Danke für die Info. Beim 10.000. Mal lesen habe ich dann auch mitbekommen, dass Monte damals vor einem Jahr gebannt wurde und das in Malta. Also wirklich, ich hätte es nicht mitbekommen ohne eure Informationen. Vielen Dank. Das Ding ist halt, das spielt halt auch gar keine Rolle mit dem eigentlichen Artikel oder dem eigentlichen Bericht, was sie da raushauen. Hauptsache, die Leser verschwenden ihre Zeit mit so einem Scheißartikel. Am 2.7. kam dann aber auch noch der dritte Titel von InGame Online zu dieser Thematik mit der Freundin von Montana Black. Und das ist an wirklich unfassbar irrelevanten Zeug kaum zu überbieten. Denn der Inhalt ist, dass die Dinge vom ersten und zweiten Artikel zusammengefasst wurden und das war's dann eigentlich. Dann gibt es auch noch in diesem Artikel ein extra Bericht, warum die Beziehung mit Anna damals in die Brüche gegangen ist, was ja. Also, glaubst du, dass Montana Black eine neue Freundin hat? Ja, ich denke schon. Ist in letzter Zeit ein wenig auffällig. Nein, der doch nicht. Kann sein, keine Ahnung. Da haben aber 4.800 Leute mit. Gar nichts mit der ganzen Thematik zu tun hat. Und zum Schluss wird dann bloß nochmal gezeigt, dass die Freundin von Montana Black ja schon ab und zu mal in Videos zu hören war und ja dann auch in Streams zu hören war. Holy shit, Alter. Richtig heftige Berichterstattung. Also wirklich, man kann so viel aus irgendwelchen Themen rausholen, aber die machen echt mit Abstand das Beste draus. Ich muss aber ehrlich sagen, die haben mich auch mit ihren Montagen richtig heftig beeindruckt. Ich denke halt auch jedes Mal, dass diese Bilder wirklich echt sind. Auch hier hätte ich nicht erkannt, dass Anna und Monte dort gefotoshoppt wurden. Zum Glück wurde das aber nochmal als kleiner Text unter dem Bild deutlich gemacht, dass es ja bloß eine Montage ist. Gut, aber das muss man auch hinschreiben, ne, glaube ich, wenn man das bearbeitet. Das muss man sogar hinmachen. Aber es ist ja, wie gesagt, also ist ja trotzdem einfach dumm, weil warum fakest du da, warum packst du da so eine Fake-Freundin drauf, die du halt verpixelst? Also das ist halt journalistisch halt wirklich einfach nur schlecht. Und wie er auch schon gezeigt hat, also ich halte von InGame auch wirklich nichts. Das ist halt so eine Seite, die einfach ihre Reichweite damit generieren, dass sie halt schlechte Artikel schreiben, die halt aber viele Leute anklicken, ne? Ähnlich wie die Bild halt einfach, ne, teilweise. Weil du musst dir überlegen, ne, klar, so ein Artikel über Montana Black, ne, der Nummer 1 auf Twitch, gar keine Frage, natürlich geht das halt mega ab. Da weißt du ja ganz genau, dass halt viele Leute einfach draufklicken werden, ne, schon vorher. Ne, gerade wenn es halt um die Freundin geht, was ja auch schon immer so ein heftiges Thema ist, so, boah, da jetzt eine hat er nicht, interessiert die Leute halt. Ist halt aber schon echt absolut lächerlich, ne? Wie gesagt, die haben auch über mein Video berichtet gehabt, zu dieser rechten Szene-Gamer-Doku da vom ZDF oder was das war. Da haben die auch so viel Bullshit geschrieben, ehrlich, das hat echt wehgetan. Ich wäre wirklich fast drauf reingefallen. Ich dachte nämlich, dass Monte immer mit einer hässlichen schwarzen Kontur rumläuft. Oh Junge, das ist echt so krank. Aber da muss ich gleich noch mehrere Lachkicks mit einbauen. Ja gut, aber wie gesagt, also Montage müssen sie da hinschreiben. Also das ist gut, dass sie es machen. Denn das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert. Denn die Photoshop-Künste von denen sind wirklich enorm realistisch und manchmal falle ich da wirklich drauf rein. Zum Beispiel haben die Monte schon mal in eine Allianz-Arena eingefügt, weil er über das Thema Fußball gesprochen hat. Übrigens auch sehr nice gefotoshoppt. Man könnte jetzt echt denken, dass er wirklich auf den Zuschauerring war. Dann war Monta auch am Strand, was todesrealistisch aussieht. Oder auch bei diesem Bild haben... Digga, das ist von Pixabay. Das hatte ich auch schon in meinen Videos, also ohne Monte. Die nutzen einfach kostenlose Pixabay-Fotos, feiern. Sie Monte einfach die Arme abgeschnitten, weil Instagram ja nur kleinere Formate unterstützt. Generell denke ich mir aber irgendwie, dass sie als Bearbeitungsprogramm Paint oder, keine Ahnung, Paint 3D nutzen. Das ist einfach so schlecht gemacht, ich feiere das extrem. Was ist aber mein Fazit zu der Seite? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde InGame mega heftig. Also wirklich heftig scheiße. Ich wurde bisher immer von Clickbait getäuscht. Die Titel haben irgendwie nie so richtig übereinstimmt von dem, was im Inhalt zu sehen war. Aber ich muss sagen, die Bilder haben mich immer zum Schmunzeln gebracht.
gelacht, weil das wirklich so gut gefotoshoppt ist, dass ich echt dachte, Alter, der ist gerade wirklich in der Allianz Arena. Ich kann nur hoffen, dass sich das trotzdem eines Tages ändert, weil sonst ist Bild irgendwann nur noch die zweite Schmutzseite in Deutschland und ich möchte einfach nicht, dass Bild dann in den Hintergrund gerückt wird. Deswegen in-game, strengt euch an. Ich finde das nicht so nice, was ihr dort macht. Also schreibt mir jetzt gerne mal, ob euch diese Seite auch oft vorgeschlagen wird. Bei mir ist das wirklich ganz, ganz oft der Fall, dass in-game vorgeschlagen wird. Ich möchte nämlich nicht, dass ich hier ein Außenseiter bin und der Einzige bin deswegen. Naja, und wir... Immer lese ich jetzt noch zum Schluss einen sehr unlustigen Witz von euch vor, weil es sich einfach so gehört. Bad Joke. Was haben Kannibalen in der Dusche? Head and Shoulders. Head and Shoulders. Bro, kannst du mir nicht ficken. Ja, Video war okay. Ja, war okay. Weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, aber war okay.